Einen wunderschönen guten Morgen. Heute in Rotalden. Wie versprochen, ich habe es glaube ich die Woche schon einige Mal gesagt, in Rotalden wird es der schönste Tag werden, vom Wetter her, das haben wir geschafft. Aber ja, so das haben weder der Stadtbürgermeister Klaus Schäfer, den ich jetzt neben mir begrüßen darf, unser neuer Stadtbürgermeister, noch ich haben das gemacht, sondern es kommt von höherer Stelle, aber wir haben es gut bekommen. Und von daher ist das eine schöne Geschichte. Ja, hier am Fuße des neu gebauten Turmes. Ich denke, mittlerweile hat jeder schon mal gesehen, das ist schon ein beeindruckendes Bauwerk, mittlerweile auch fertiggestellt. Und hier hat der Pfälzer Waldverein mit dem damaligen Vorsitzenden Albert Frank wirklich eine ganz, ganz tolle Leistung erbracht. Das ist das neue Wahrzeichen unserer Stadt. Wenn man von verschiedenen Richtungen, ist das einfach eine schöne Geschichte und es ist toll, dass das so funktioniert hat. Ja, heute stehen an ca. 9 Kilometer Wolfgang Ostmann hier als Wanderführer, auch mittlerweile bekannt. Er wird dann, denke ich, anschließend auch noch 2-3 Sätze zu der Tour sagen. Und dann heute Nachmittag darf ich Sie alle einladen um 13 Uhr hier zu unserer Abschlussveranstaltung, auch wie gehabt mit der Überreichung der Urkunden. Und wir haben dann auch noch ein bisschen musikalische Unterhaltung dabei mit dem And und dem Anna. Die machen das zum zweiten Mal, die haben sich wieder angeboten und ich denke, dass das auch eine schöne Geschichte wird. Wahrscheinlich können wir sogar wieder auf der Terrasse unseren Abschluss machen, das hat mittlerweile auch Tradition, das schaffen wir auch fast immer. Und ja, von daher darf ich Ihnen jetzt schon von meiner Seite nochmal einen schönen Tag, eine schöne Tour wünschen und freue mich auf heute Nachmittag und darf dann anschließend das Wort noch an unseren Stadtbürgermeister geben. Dankeschön. Ja. Vielen Dank, lieber Wolfgang, liebe Gäste. Ich begrüße euch natürlich als Stadtbürgermeister von Rotalden ganz herzlich hier im schönen Rotaldtal und wünsche euch vorab schon mal einen wunderschönen Tag mit herrlich blauem Himmel. Ich glaube, besser kann es nicht werden. Ich habe mal von meiner Seite aus noch überlegt, ich mache einen kleinen Imbiss an der Zwischenrast oder an dem Kuhfelsen. Und da würde ich euch nochmal überraschen mit einem kleinen Häppchen oder was zu essen. Und wünsche euch heute für den Tag schöne Stunden im Wald. Ich bin ja Jäger, gehe schon 34 Jahre hier auf die Jagd und weiß, wie schön das es hier ist. Und wenn ich gewusst hätte, dass so viele mit roten Jacken da sind, hätte ich euch durch den Wald geschickt, hätte ich vielleicht die eine oder andere Wildsau noch gekriegt. Aber wollt euch der Gefahr nicht aussetzen. Ich wünsche euch viel Spaß im Rotalber Wald, um Rotalber, im Felsenwanderweg. Beglückwünsche nochmal der Albert zu dem herrlichen Turm, den wir da haben. Für mich ist es der Rapunzelturm, viel sagen der Bettenturm. Nein, der Rapunzelturm. Und ich finde, er steht oben raus und tut Rotalbe ein neues Bild geben. Dein Haar herunter. Da kann man dann, ja, das Haar lässt er dann runter an der Stange. Also nochmal vielen Dank für eure Mitwirkung, für euer Mitwandern und viel Spaß heute im Rotalber Wald. So, hallo, ich gebe jetzt ein paar Infos zur Tour. Also wir gehen jetzt hier nun dazu, steigen auf den Felsenwanderweg ein, gehen den so weit bis zum Saufelsen, dann biegen wir ab, Querpfad runter bis zum Hirschbrunnen. Vom Hirschbrunnen aus laufen wir über den Rechtsseitenweg vom Klauser Tal bis zum Kuhfelsen, wo wir dann nochmal verköstigt werden. Und es geht dann weiter auf dem Fels, wenn wir weiterlaufen auf dem Felsenwanderweg bis zum Lundorfweg, wo wir dann aufsteigen und über den Parkplatz dann entweder über den Rimpichpfad oder den Zwischenweg, also den Klauser Straße wieder hierher ins Pfälzerwaldhaus kommen. Also, ich würde sagen, ich wünsche uns eine schöne Tour und wir könnten dann jetzt noch starten. Ich schätze normalerweise. Die Wandergruppe ist jetzt am Saufelsen angekommen. Sind wir alle reingelaufen? I don't know.
Kuhfelsen diente den Bauern von Klausen früher als Unterstand für das Vieh. Deshalb wird er bis zum heutigen Tage im Volksmund Kuhfelsen genannt. Nimmt das wieder ab, was? Jawohl, das war jetzt schön. So. Soll ich sie noch weiter schneiden? Das ist ein Lach. Hey, ist gut, dass er. Bitte schneiden euch ab. Essen wurde von der Gemeinde Rotalpen gestiftet. Halleluja. Ja, und dann darf ich euch wiedersehen und dann könnt ihr weiter eures Weges ziehen. Er sieht mich halt nicht mehr, ich muss dann ausnüchtern, weil ich die Reste getrunken habe. Und das läuft mit Spaß. Ich hoffe, dass uns die Klär überraschend gelungen ist und dass er schmeckt. Danke, weiß nicht so schön ins Gas. Hey, auf ihr Brille
auf, ihr Brüder in die Pfalz. Vielen Dank an der End und der Anna. Oder Dankeschön. Dankeschön. Wer der End ist und wer der Anna ist, weiß ich immer noch, das ist aber egal. Der End ist der, wo im Unterseil kaputt ist. Genau. So. Ja, vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid bei unserer Abschlussveranstaltung, zu der ich Sie alle herzlich willkommen heiße. Abschlussveranstaltung der 38. Gräfensteiner Wanderwoche. Wir hatten sie genannt Herbstwanderung im Gräfensteiner Land. Ich glaube, im Nachhinein kann man sagen, das war eine schöne Wanderwoche, bei schönem Herbstwetter. Heute natürlich die Krönung hier bei uns in Rotalpen. Zwischenzeitlich war es mal wirklich herbstlich, aber ich glaube, so richtig nass geworden ist niemand. Doch, okay. In Donsi das wahrscheinlich. Genau, immer Donsi das. Okay. Ja. Ich habe es mal ausgerechnet. Wir sind rund 1700 Kilometer gelaufen und es waren insgesamt 179 Teilnehmer. Also vielen Dank an alle, die hier mitgemacht sind, jetzt schon mal. Das ist eine schöne Sache und es hat sich gezeigt, die Gräfensteiner Wanderwoche ist eine schöne Geschichte. Und auf dem Flyer, den Sie wahrscheinlich alle haben, stehen schon die Termine für nächstes Jahr drauf. Und machen Sie noch ein bisschen Werbung, und damit das noch ein bisschen, vielleicht noch der ein oder andere dazu kommt. Bevor wir zu den Ehrungen kommen, möchte ich mich mal zunächst bedanken bei der Frau Menzel, beim ersten Beigeordneten, den ich hier auch begrüße. Und ich begrüße auch noch den Stadtbürgermeister Klaus Schäfer. Ja, für die Vorbereitung, für die Durchführung, das ist schon Arbeit. Und an dieser Stelle an die Touristikabteilung. Musik sind wir begrüßt worden. Bitte? Mit Musik noch begrüßt worden am Kuhfelsen. Genau. Okay, oh super. Ja, wie gesagt, an die Frau Menzel, an den Herrn Beuerle, herzlichen Dank für die Vorbereitung und die Durchführung. Dann darf ich mich bedanken bei allen Wanderführern. Stellvertretend sind heute da der Wolfgang Ostmann und der Georg Denz aus Münchweiler, der das zum ersten Mal gemacht hat, aber die Wanderwoche schon seit einigen Jahren als früherer Ortsbürgermeister begleitet. Ja, bedanken möchte ich mich auch bei allen, die irgendwie dazu beigetragen haben, auch bei der Bewirtung, bei den Pfälzer Waldhütten, bei den Sportheimen, die, ich denke, alle recht gut verpflegt haben. Dankeschön. So, dann machen wir direkt weiter mit den Ehrungen. Beginnen mit dem Dieter Schwarzbach. Hallo Dieter, wie oft hast du die Gräfensteiner Wanderwoche schon absolviert? Das ist die 36. Wanderwoche, die ich bisher gemacht habe. Und was hat alle Touren immer durch. Und was hat dir an dieser Wanderung jetzt, an der 38. Wanderwoche besonders gefallen? Auf alle Fälle, dass sehr wenig geregnet hat, dass wir an und für sich sehr gute Wanderungen hatten. Ja, also dass wir kaum nass geworden sind, wie manchmal früher. Und naja, es war halt... Man wird halt ein bisschen älter und dann geht man halt ein bisschen langsamer. Und welche der Wanderungen hat dir am besten gefallen? Oh, was soll ich dir sagen? Das ist, jede Wanderung ist ein bisschen anders. Jede Wanderung hat einen anderen Charakter. Und ich bin der Meinung, da kann man nicht sagen, die ist gut und die ist gut. Da ist ein bisschen ansteigend, da ist wieder ein bisschen schön. Also man kann da nicht direkt was hervorheben. Und hast du irgendwelche Kritik? Ja, also die Kritik ist natürlich wie immer, das hatte ich ja schon früher mal gesagt, dass die meisten, die sich hier aus der Gegend sind, die kennen ja das, die rasen durch, weil für die ist das, naja, die kennen die Wege alle miteinander. Aber unser einer, der hierher kommt, der will ja auch was sehen, der bleibt auch mal stehen, tut fotografieren und guckt mal in die Landschaft, und dann sind die anderen schon wieder ein paar Schritte weiter vorne. Ja, und ich würde sagen, man sollte nicht so von wegen anderthalb Stunden an einem Stück hintereinander gehen und dann vielleicht 5 Minuten eine Pause machen. Also das mit den Pausen, das müsste ein bisschen anders geregelt werden.
Und du kommst ja von weiter her. Ja, ich komme, naja, ich war aus der Frankfurter Gegend und habe jetzt natürlich, tue ich jetzt mit meiner Frau in Kaiserslautern bei Bekannten übernachten. Und dann fahre ich halt die 30, 40, 35 Kilometer jeden Tag hierher. Vielen Dank. Das kann er vergessen.